Dieses kurze Video erklärt anhand von 5 Beispielen, wie man Gewichtsmaße umwandeln kann. Zu Hilfe nehmen können wir dabei das sogenannte Pfeildiagramm. Das Pfeildiagramm stellt dar, wie man von einer Einheit in eine andere Einheit kommt und welchen Rechenvorgang man dazu anwenden muss. Beim ersten Beispiel sollen wir 5 Tonnen in Kilogramm umwandeln. Das ist immer ganz wichtig. Man muss sich zuerst ansehen, von welcher Einheit man kommt. In dem Fall kommen wir von der Tonne und wir wollen ins Kilogramm wechseln. Wir suchen uns dazu zuerst beide Einheiten im Pfeildiagramm. Wir finden hier ganz links die Tonne und direkt rechts daneben das Kilogramm. Um jetzt Tonnen in Kilogramm umwandeln zu können, lautet die Rechenvorgangsweise mit 1000 zu multiplizieren. Das heißt, ich muss die 5 Tonnen mit 1000 multiplizieren, um zum Kilogramm zu gelangen. 5 mal 1000 sind 5000. Also sind 5 Tonnen 5000 Kilogramm. Bei komplizierteren Umwandlungen kann man auch gerne einen Taschenrechner dazu verwenden. Beim zweiten Beispiel soll man 40 Dekagramm in Gramm umwandeln. Wir suchen dazu wieder die Einheiten im Pfeildiagramm. Hier in der Mitte befindet sich das Dekagramm und rechts davon das Gramm. Wir wollen also vom Deka zum Gramm, also ich muss den Pfeil nach rechts folgen. Und die Rechenvorschrift sagt, ich muss mal 10 rechnen. Also muss ich 40 Deka mal 10 rechnen, um zum Gramm zu gelangen. 40 mal 10 sind 400. Daher sind 40 Dekagramm 400 Gramm. In der dritten Aufgabe sollen 3000 Milligramm in Gramm umgewandelt werden. Wir finden das Milligramm im Pfeildiagramm ganz rechts und das Gramm links daneben. Wenn wir jetzt davon Milligramm zu Gramm wechseln wollen, müssen wir der Pfeilspitze nach links folgen, daher den oberen Pfeil folgen. Und in dem Fall lautet die Rechenvorschrift durch 1000 zu dividieren. 3000 durch 1000 ist 3. Daher sind 3000 Milligramm 3 Gramm. Im vorletzten Beispiel sollen wir 18.000 Gramm in Kilogramm umwandeln. Gramm befindet sich im Pfeildiagramm an dieser Position und das Kilogramm etwas weiter links an dieser Position. Vom Gramm zum Kilogramm muss ich diesen großen Pfeil hier oben folgen und da steht die Rechenvorschrift dividiert durch 1000. Das heißt, ich muss 18.000 Gramm durch 1000 dividieren, um zum Kilogramm zu gelangen. 18.000 durch 1000 ergibt 18. Also 18.000 Gramm sind 18 Kilogramm. In der letzten Aufgabe soll eine Tonne in Dekagramm umgewandelt werden. Wir finden die Tonne, das hatten wir bereits in der ersten Aufgabe, ganz links und das Dekagramm hier in der Mitte. Um jetzt von der Tonne zum Dekagramm zu gelangen, muss ich den unteren Pfeilen folgen. Und in dem Fall muss ich nicht nur einem Pfeil folgen, denn dann bin ich erst beim Kilogramm, sondern ich muss noch einen zweiten Pfeil nach rechts folgen, um zum Dekagramm zu gelangen. Das heißt, um von der Tonne zum Dekagramm zu kommen, muss ich die Zahl zuerst mit 1000 multiplizieren und dieses Ergebnis dann anschließend noch einmal mit 100 multiplizieren. Rechnen wir also, 1 mal 1000 sind 1000. 1000 mal 100 sind 100.000. Daher ergibt eine Tonne 100.000 Dekagramm.